Wir nähern uns im Sommer und das ist natürlich für viele wieder, was heißt wir nähern uns im Sommer, wir sind schon im Sommer fast angekommen und das ist für viele natürlich wieder jetzt Ansporn, in Shape zu kommen, in Figur zu kommen, sich ein Sixpack anzutrainieren, was auch immer für Körperformen anzutrainieren. Und viele fangen vielleicht jetzt gerade an, ins Fitnessstudio zu gehen oder spielen mit dem Gedanken, ins Fitnessstudio zu gehen, Krafttraining anzufangen. Und ich dachte mir, ich mache mal ein kurzes Video, um für die Leute, die wirklich Einsteiger sind, die wirklich jetzt angefangen haben oder gerade anfangen oder anfangen wollen, dachte ich, ich mache mal kurz ein kleines Video und gebe euch mal kurz ein paar Tipps von meiner Seite mit auf den Weg in Bezug auf Fitness, also das Training, den Trainingsaspekt und auch in Bezug auf die Ernährung, die oft damit assoziiert ist. Wichtig ist, wenn ihr euch einen Sport ausgesucht habt oder wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet Fitness oder Kraftsport machen, dann habt nicht irgendwie die Idee, dass ihr eines Tages an einen Punkt kommt, wo ihr komplett zufrieden seid mit eurem Körper und nicht mehr trainieren müsst. So im Sinne von, ja, wie viele Jahre muss ich das denn machen, damit ich gut aussehe? Den Punkt wird es nicht geben. Es ist ein konstanter Prozess, es geht immer weiter, dann geht es wieder nach hinten. Man wird wieder nach hinten geschmissen, man muss wieder nicht neu anfangen, aber wieder ein bisschen weiter hinten anfangen. Ein ganz normaler Prozess und man verletzt sich vielleicht hier und da mal. Das gehört alles dazu und deshalb ist das ein ewig langer Prozess, der nicht irgendwann aufhört an dem Punkt, wo man ankommt und sagt, jetzt bin ich zufrieden mit meinem Körper, jetzt brauche ich nicht mehr trainieren. Das heißt, viel wichtiger als irgendeine Endmotivation zu haben, irgendeinen Körper auszusuchen und sagt, ich möchte genauso aussehen wie Schauspieler XY oder wie Sängerin XY, genießt den Weg, genießt das Training und die Motivation sollte sein, dass ihr Spaß oder Freude am Training habt. Denn wenn ihr keine Freude am Training habt, dann lasst es sein. Natürlich gibt es immer wieder Trainings, die anstrengender sind, die man nicht so viel mag. Manche mag man mehr. Es gibt Wochen oder Monate, da ist man nicht so motiviert im Training. Aber es sollte generell die Tendenz sollte sein, dass man Spaß am Training hat und Freude am Training hat, dass man einen Mehrwert daraus bekommt und nicht, dass man sich zum Training hinschleppt. Denn das Leben ist definitiv zu kurz, um irgendeinen Sport zu machen oder Zeit in einen Sport zu investieren, der einem keinen Spaß macht. Es gibt so viele Sportarten da draußen, Mannschaftssportarten, Sportarten, die man alleine machen kann, draußen, drin, im Winter, im Sommer. Es gibt so viele verschiedene Sachen. Das heißt, für jeden ist was dabei. Nicht jeder muss Kraftsport machen, nicht jeder muss Bodybuilder sein, nicht jeder muss Fußballer sein, nicht jeder muss Handballer sein. Sucht euch das raus oder macht eine Kombination von vielen Sachen. Macht das, was euch Freude bringt. Wichtig ist, dass ihr in Bewegung bleibt und irgendwas findet, wo ihr konstant euch verbessern könnt, körperlich anstrengend und das mit großer Freude verfolgen könnt. Wenn ihr euch jetzt aber dazu entschieden habt, ihr möchtet Krafttraining machen, ihr möchtet euch im Fitnessstudio anmelden, Gewichte bewegen, in welcher Form auch immer oder vielleicht zu Hause trainieren mit Push-Ups, Pull-Ups, Dips oder was auch immer ihr zu Hause machen könnt, dann ist wichtig, dass ihr nicht von Anfang an irgendwie ein Split-Training macht, das heißt nicht irgendwie 5 Tage die Woche trainieren, montags nur Bizeps, dienstags nur Schulter und Trizeps und mittwochs Beine und donnerstags Schultern und so weiter. Das macht definitiv keinen Sinn als Anfänger, da ist die Frequenz viel zu niedrig. Frequenz heißt die Frequenz, wie oft wir eine bestimmte Muskulatur beanspruchen in einem bestimmten Zeitraum. Und da eine hohe Frequenz wichtig ist, gerade für Anfänger, macht es mehr Sinn, mit einem Ganzkörpertraining zu starten. Das heißt, 2 bis 3 Mal die Woche, wenn ihr wirklich blutige Anfänger seid, reichen auf jeden Fall 2 bis 3 Einheiten Ganzkörpertraining in der Woche aus. Wenn ihr Fortschritte machen wollt, ist es ganz wichtig, dass ihr die Progression im Auge habt. Das heißt, dass ihr über die Zeit stärker werdet und mehr Volumen bewältigt. Mehr Volumen bewältigen heißt mehr Sätze machen oder mehr Gewicht bei den Sätzen benutzen oder mehr Wiederholungen machen. Irgendeine Form von Progression muss vorhanden sein. Als Anfänger ist das oft eine lineare Progression. Das heißt, ihr macht einfach zum Beispiel 3x10 Wiederholungen Kniebeugen in der einen Woche mit 40 Kilo und in der Woche danach mit 42,5 oder wie groß die Steigerung auch immer ist, in möglichst kleinen Schritten und wieder 3x10 Wiederholungen. Am Anfang klappt das ziemlich linear. Irgendwann muss man andere Strategien anwenden, aber das ist wäre was für ein anderes Video. Bevor ihr euch aber Gedanken macht, welches Steigerungsschema, welches Progressionsschema ihr anwendet, Nummer 1, Technik. Technik, 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 Technik. Ihr müsst die Technik der Übung beherrschen. Vorher braucht ihr euch nicht überlegen, welche Sätze ihr macht, wie viele Wiederholungen ihr macht. Solange die Technik kacke ist, bringt das alles nichts. Das heißt, lasst das Ego zu Hause, wenn ihr ins Gym fahrt. Lasst das Ego unten an der Theke oder wo auch immer die Theke ist, wenn es hier oben. Versucht oder habt nicht den Ansporn, derjenige oder diejenige im Gym zu sein, der oder die das meiste Gewicht bewegt, sondern versucht die Person zu sein, die die beste Technik hat. Es wird immer einen geben, der stärker ist, das ist halt einfach so, aber Ziel sollte es sein, dass ihr die perfekte Form macht. Weil davon gibt es nicht so viele Leute, die das beherzigen
Und das sollte euer Fokus sein, um euch nicht zu verletzen, um langfristig Spaß daran zu haben und um auch die Muskulatur zu treffen, die ihr überhaupt trainieren wollt. Grundübungen sind wichtig, ja, sind aber nicht zwingend erforderlich. Sowas wie Kniebeugen, Kreuzheben, Klimmzüge, Military Press, Rudern, alles wichtige und Top-Übungen, die viele verschiedene Muskeln beanspruchen. Sind sie notwendig, um Muskulatur aufzubauen? Nein. Ist es sinnvoll, sie zu lernen? Ja. Das heißt, kommt ein bisschen auf eure Zielsetzung an, ob ihr den Fokus habt, nur Muskeln aufzubauen oder auch um ein bisschen funktional zu bleiben. Da muss man immer differenzieren, aber Pflicht sind Grundübungen definitiv nicht. Was gerade auch für Anfänger ein wichtiger Punkt ist, bleibt bei eurem Training. Sucht euch einen Plan aus oder am besten tretet in Kontakt mit einer Person, die in der Lage ist, euch einen guten Trainingsplan zu erarbeiten, und dann verfolgt diesen Trainingsplan mal für 3, 4, 5 Monate, bevor ihr überhaupt anfangt, den in Frage zu stellen. Natürlich tendiert man dazu, man will schnelle Erfolge haben und probiert alle 2 Wochen neues Training aus und das Training von dem, und dann geht man auf Instagram und sieht wieder 5 neue Arme, die besten 5 Bizepsübungen, und dann trainiert man wieder die und dann macht man wieder was anderes. Da ist es super schwer, Progression zu machen. Das bleibt bei eurem Plan, ja, bleibt bei dem, was euer Coach, euer Trainer oder vielleicht ihr euch selber auch aufgeschrieben habt, und zieht es erstmal durch und seht dann, ob ihr Erfolge macht, und danach kann man immer noch ein bisschen adjustieren. Letzter Punkt für die Trainingsseite ist, vergesst die Regeneration nicht. Ziel ist nicht, euch maximal abzuschießen im Gym und eine Woche Muskelkater zu haben. Das ist definitiv nicht Ziel der Sache. Das heißt, vergesst nicht eure Regeneration. Was zur Regeneration auch dazu zählt, meiner Meinung nach, ist ein gescheites Aufwärmprogramm und eventuell sogar ein Abwärm- oder Cooldown-Programm. Sowas wie spazieren gehen an Tagen, wo man nicht trainiert, oder locker Fahrrad zu fahren, locker laufen zu gehen, locker schwimmen zu gehen, irgendeiner Form den Körper zu bewegen, um einfach einen guten Blutfluss zu haben. Versucht nicht zu viel zu sitzen, damit der Blutfluss nicht irgendwie stagniert, sodass Stoffwechselendprodukte abtransportiert werden können aus dem Muskel und dass Nährstoffe zum Muskel transportiert werden können, die dann die Regeneration verbessern und letztendlich den Muskelwachstum hervorrufen. Kommen wir nun zu dem Ernährungsaspekt. Viele fokussieren sich einfach nur auf einen Makronährstoff, nämlich Proteine. Kohlenhydrate nicht essen, Proteine ganz viel essen. Protein ist definitiv nicht alles. Wenn ihr anfängt zu trainieren, Krafttraining, wenn ihr anfangt, Krafttraining zu machen, fokussiert euch nicht einzig und allein auf Protein. Fokussiert euch auf echte, pflanzliche, vollwertige Lebensmittel. Esst viel frisches Obst und frisches Gemüse, was definitiv eurer Regeneration gut tun wird. Fokussiert euch nicht auf Protein. Weder als, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, noch wenn ihr, sei es, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt oder ob ihr Fett abbauen wollt. Protein ist nicht die einzige Lösung für alles. Und nur weil auf einem Schokoriegel Protein draufsteht oder wenn da viel Protein drin ist, ist es nicht automatisch ein gesundes Lebensmittel und wird euch nicht zwangsläufig helfen, Muskulatur aufzubauen. Ja, vielleicht schmeckt das gut, so ein Schokokookie, und da steht auch noch Protein drauf. Oft ist es einfach nur gepresster Zucker in Form mit ein bisschen Farbstoffen und Schokolade drin und ein bisschen Whey-Protein im schlimmsten Fall. Und dann kann man euch das Ganze für doppelt so viel Geld verkaufen und es ist immer noch Junkfood. Und keine Angst haben vor Makronährstoffen. Kurz zur Erinnerung, Makronährstoffe sind 3 Stück, Kohlenhydrate, Proteine und Fett. Und ihr dürft keine Angst vor einem der 3 haben. Habt keine Angst vor Kohlenhydraten, habt keine Angst vor Fetten und habt keine Angst vor Proteinen. Kein Grund vor den Kollegen Angst zu haben, die tun euch nichts. Es ist absolut absurd und idiotisch, meiner Meinung nach, sich bestimmte Lebensmittel auf Makronährstoffe zu reduzieren und zu sagen, Reis ist Kohlenhydrate, XY ist Protein und Nüsse sind nur Fett. Das ist komplett dämlich, weil alle echten Lebensmittel enthalten immer einen Mix aus allen 3 Makronährstoffen, natürlich in verschiedenen Mengen, aber ein Lebensmittel nur auf einen Makronährstoff runterzubrechen, macht überhaupt keinen Sinn, da wir neben den Makronährstoffen auch noch eine Fülle an Mikronährstoffen haben, die dort enthalten sind. Was ich auch oft höre, wenn ich selber trainiere und ein paar Gespräche im Fitnessstudio höre, Leute zerbrechen sich den Kopf, ob sie Kohlenhydrate vor dem Training essen sollen, ob sie Kohlenhydrate nach dem Training essen sollen, ob sie Bananen im Training essen sollen oder ob sie einen Whey-Protein-Shake nach dem Training trinken sollen. Ihr müsst erstmal die Basics in den Griff bekommen. Esst echte Lebensmittel aus den Kategorien Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und Nüsse bzw. Samen. Wenn ihr das noch nicht in den Griff bekommen habt und noch vielleicht nebenbei Zigaretten raucht, Drogen nehmt, Alkohol konsumiert, euren Schlaf nicht optimiert habt,
euren Stress nicht optimiert habt, dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob ihr Kohlenhydrate vor, nach oder im Training esst. Da gibt es größere und wichtigere Stellschrauben, die zuerst gedreht werden müssen. Jetzt gibt es noch ein paar Lebensmittel, die vielleicht besonderes Augenmerk geschenkt bekommen sollten, wenn man Kraftsportler ist, wenn man versucht, Muskulatur aufzubauen oder Fitness macht, wie man es so im Volksmund bezeichnet. Und dazu gehören meiner Meinung nach Hülsenfrüchte, also alles Bohnen, Linsen, Kichererbsen etc. Voll mit Protein, voll mit Ballaststoffen. Ballaststoffe sind wichtig, weil sie bei der Verdauung im Dickdarm kurzkettige Fettsäuren erzeugen, oder nicht die Ballaststoffe erzeugen, das war, sie werden erzeugt durch den Verdauungsprozess von Darmbakterien. Und diese kurzkettigen Fettsäuren sind unter anderem für viele, viele entzündungshemmende Vorgänge im Körper verantwortlich. Und da wir mit unserem Training immer Stress auf den Körper auswirken, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir viele entzündungshemmende und antioxidative Prozesse im Körper ans Laufen bringen. Und da spielen Ballaststoffe unter anderem eine wichtige Rolle. Nebenbei sind Hülsenfrüchte natürlich auch noch sehr proteinreich. Und da Protein auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielt im Muskelaufbau oder im Fitnesssport, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, mehr Hülsenfrüchte zu essen. Jetzt gibt es noch ein paar andere Lebensmittel, die mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen sollten, meiner Meinung nach. Und dazu zählen sowas wie Beeren. Beeren sind die gesündesten Früchte, die ihr essen könnt. Viele Antioxidantien drin, viele sekundäre Pflanzenstoffe. Kirschen solltet ihr auf jeden Fall essen oder solltet es mal ausprobieren zu essen. Nicht nur schmecken sie lecker, sondern sie sind auch gezeigt worden, kann man das sagen. Es wurde in Untersuchungen gezeigt, dass Kirschen dabei helfen, weniger Muskelschmerzen zu haben nach einem Training, was eine gute Sache ist. Ähnliche Effekte hat auch Ingwer, der auch im besten Fall sogar getrocknet konsumiert werden sollte, wenn man diese Effekte spüren will, diese schmerzlindernden Effekte nach einem Krafttraining. Kresse hat tolle Eigenschaften auf die Reduzierung von oxidativem Stress, Spinat auch. Rucola ist ein sehr, sehr wichtiges Lebensmittel oder ein sehr, sehr Lebensmittel, was viele Vorteile haben kann, da wir hier sehr, sehr viel Nitrat haben. Nitrat wird über einen bisschen längeren Mechanismus im Körper zu Stickstoffmonoxid, was eure Arterien aufweitet. Das heißt, ihr habt einen besseren Blutfluss in euren Arterien, was auch eine lange Liste an positiven Effekten hat. Ähnlich wirkt auch Rote-Bete-Saft. Falls ihr einen Trainingsbooster trinken wollt, nächster Punkt, bitte keine Trainingsbooster kaufen. Wenn ihr unbedingt irgendwas vor dem Training trinken wollt, dann trinkt 1 bis 2 Stunden vorher mal ein Glas Rote-Bete-Saft und schaut euch an, was ihr für einen Pump bekommt oder wie die Durchblutung im Training ist. Vielleicht mischt ihr das Ganze noch mit Wassermelone und dann braucht ihr euch auch keine Sorgen, irgendwelchen komischen Booster-Cocktail machen, der euch komplett aus dem Leben schießt. So, die letzten 2 Punkte. Der vorletzte Punkt, ihr müsst sehen, dass ihr genügend Kalorien esst. Gerade wenn ihr euch pflanzlich ernährt, tendieren manche Menschen dazu, zu wenig Kalorien zu essen und sich dann wundern, warum sie keine Muskulatur aufbauen. Der Vorteil von pflanzlichen Lebensmitteln ist natürlich, dass wir sehr, sehr nährstoffdichte Lebensmittel haben, aber oft nicht kaloriendichte Lebensmittel. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Deshalb muss man darauf achten, wenn man Muskulatur aufbauen will, wenn man sich körperlich bewegt, genügend Kalorien zu essen, kaloriendichte Lebensmittel zu essen. Dazu zählen natürlich Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte, aber auch Trockenfrüchte und Nüsse sollten auf jeden Fall einen bedeutenden Teil in der Ernährung haben. Letzter Punkt, der auch sehr wichtig ist, alle wichtig, kein Junkfood essen. Wenn ihr irgendwas anfangen wollt mit eurem Körper, wenn ihr Muskeln aufbauen wollt, schneller laufen wollt, schneller Radfahren wollt, schneller schwimmen wollt, höher klettern wollt, was auch immer, ich garantiere euch, Junkfood wird euch bei keinem dieser Vorhaben irgendwas bringen. Wenn, dann wird es euch nur davon abhalten, eure Ziele zu erreichen. Gewöhnt euch an echtes Essen, versucht einen Geschmack zu entwickeln für echte Lebensmittel, versucht wieder euch daran zu erinnern oder das zurückzuerlangen, wie süß Äpfel sind, wie süß Bananen sind, wie süß Kiwis und Nektarinen sind, und versucht nicht eure Geschmacksnerven andauernd in regelmäßigen Abständen zu betäuben mit Produkten, die voll sind mit Salz und Geschmacksverstärkern, die ja, euer ganzes System, euer Geschmackssystem einfach vollkommen durcheinander bringen. So, ihr seht, das sind viele, viele Themen und Bereiche, die hier irgendwie ineinander gehen und sich gegenseitig beeinflussen. Falls ihr Fragen habt zu irgendeinem der Sachen, die ich genannt habe, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen oder schreibt mir eine Nachricht. Andernfalls, oder ich hoffe, im besten Fall hat euch dieses Video gefallen. Das heißt, ihr gebt mir einen Daumen hoch, ihr abonniert den Channel, klickt auf die Glocke, sodass ihr kein neues Video mehr verpasst. Und dann sehe ich euch ziemlich bald im nächsten Video. Einjustieren. Machen wir. Manchen Menschen trainieren wir. Zu dem anderen.